So, Hallihallöchen, Hansen, bitte hier. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Ranger 3. Er sagt, bespürt, dass ich in Gedanken bei ihm bin. Jetzt, da ich weiß, dass es ihm gut geht, bin ich auf jeden Fall beruhigt. Danke, Ranger. Wir sind auf dem Weg zur letzten Steintafel, um uns einen Latios beschwören zu können. Voraussichtlich. Wenn es gut läuft. Aber erst checken wir kurz die Individualisierung. Wir haben 90 Punkte. Soll man Abwehr plus? Ich hab... Die beiden brauche ich nicht wirklich. Power plus 15. Abwehr plus brauche ich eigentlich auch nicht. Also wenn, dann fährt auf Damage, ne? So, Moritz, du musst mal schippern, ne? Was sagt ihr? Ihr sucht nach Steintafeln, die was mit Latios zu tun haben sollen? Genau, und eine ist im Meer. Und ja, wir brauchen dein Wissen. Und lass uns doch mit dem MS Ranger hinfahren, ne? Aber Moment mal, das war sicher von Anfang an eure Absicht, ne? Na gut, dann steht der Plan fest. Für genau solche Fälle ist die MS Ranger schließlich da. Da gehen wir. Das Hochleistungssignal zeigt etwas Viereckiges am Meeresgrund an. Ob das vielleicht diese Steintafel ist, die ihr sucht? Peter, sei vorsichtig beim Tauchen. Ja, ja. Ach, beim Tauchen. Und ihr greift alles an, was uns angreift. Okay, Strömung ist sehr stark. Vulkangebiet. Oh Gott, nein. Das ist noch meine Unterwassergegend. Verdammt. Das heißt, der Luitpold war auch tauchen. Oh Gott, als ob die auch hier sind. Soll es wirklich eine dieser Steintafeln geben? Puppe Auge hat uns versichert, dass es hier eine gibt. Wenn er das sagt, dann ist es bestimmt auch so. Ja, du hast recht. In Sachen Archäologie ist er echt fett. Ich meine, hier gibt es ja sogar eine Speicherstation. Der Pokémon Ranger. Das heißt, dass wir auf der richtigen Karte sind. Ja, du sagst es. Wir müssen die Tafel vor dem Ranger finden. Was? Wieso? Okay, ja, und ich kann auch sagen, was drauf steht. Oh, ein Wirbelwind. Oh wow, die sind super schwach. Ah. Okay, wenn sie groß sind, darf man nicht rein crashen. Oh, zwei Tackle. Okay, das ist im Wasser neu. So, dann einmal raus hier. Oh, ein Mantax. Pokémon hat aber schöne Unterwasser... Oh Gott, Entschuldigung. Er hat schöne Unterwassermusik. Tatsächlich. Okay, hast du auch wieder so dieses Gleiten oder hast du eine andere Fähigkeit? Zahl 4 zerschneiden! Ja, nimm mal mit. Statt Remoraid und Lampi. Vier zerschneiden ist Hard Premium. So, und Tentacha haben wir auch noch nicht gefangen. Die halten aber auch echt gar nichts aus, die Unterwasserviecher. Zweimal Maschendraht. Jetzt nimmst du es aber hier alles ernst. Und ich nicht. So. Jetzt noch. Okay, da ist die Strömung zu stark.
Ja, so schnell wie die sind, sind die definitiv als erstes bei der Tafel. Außer die machen ein paar Raucherpausen unter Wasser. Jo, die machen Raucherpausen. Verflixt, der Ranger ist schneller als wir. Ich werde ihn aufhalten. Geh du so lange schon mal vor. Verstanden. Ich glaube bloß nicht, du könntest jeden einzelnen Kampf gegen uns gewinnen. Los, mach ihn fertig, den Toxer. Blub, blub. Alter, dieser Dance-Move. Crank. Okay, das hält auch nichts aus. Ist ja krank traurig. Warum kann ich mich hier vor der Purpur Auge blicken lassen? I can't tell you. Aber es ist nur noch einer übrig. Ja, und den dürfen wir jetzt verfolgen, oder? Oh. Au, au. Huh. Er wartet auf eine Verfolgungsjagd. Hoppla, da war ich wohl etwas fahrlässig. Aber wenn ich wirklich finden will, holt sie mich nicht so einfach ein. Ja, ich halte ja schon. Das ist ja schon witzig, die Minigames. Also ist ja. Aber es gibt nur zwei. Oh! Okay, das ist neu. Er kommt in Panik. Aber er ist dadurch auch super viel schwächer und alles. Mit dem Laser. Du bist aber auch zulässig. Aber wenn du es nicht anders willst, sorge ich eben dafür, dass du die Tiefen des Meeres nie mehr verlässt. Ein Seedrachenkönig. Oi, 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 oi. Der hat einfach auch wieder durch in seinen Kreis geschossen. Jetzt zertrümmern. Ja, blubber, blubber. Oh nein, mir geht die Luft aus. Das fällt mir zwar blubber gar nicht, aber ich muss sofort auftauchen. So, und dann sind wir jetzt allein unter dem Meer. Better is it. Hier ist nochmal ein Lampi. Wird es etwa dunkel? Also dunkel. Ah. Wütende Tontoxa. Was machen die denn? Zwei Augen sind Lampis. Okay, wir können auch sehr effektiv gegen die Strömung schwimmen. Außer gegen die. Aha. Das geht anscheinend noch tiefer runter. Jo, lass dich von den Winden tragen. Jo, es ist ein Stern. Luft wird knapp. Ach, auf einmal haben wir Luftmangel. Na gut. Ich wollte sowieso gehen. Lass dich von den Winden tragen. Das ist schnell geschrieben. Ja, okay. Das war Luitpold, Mann. Der hat die Plakette hingemacht. Aber ist sogar zum Meeresgrund getaucht. Das ist echt, ist echt hartnäckig. Oh, stimmt, ja, sorry, ihr seid in Eile. Gut, dann bringe ich euch jetzt mit MS Ranger zurück nach Villa Diagonal. So, lass uns zur Steintafel mit der... Oh, wir sollen... Okay, wir sollen da zurückkehren. Ich habe gar keinen Staraptor. Du hast eine Sidequest? Okay. Peter war dein Name, nicht wahr? Ich habe schon von dir gehört. Das heißt, du setzt dich richtig engagiert für die Oblivia-Region ein. Ich habe schon fast ein schlechtes Gewissen, dich mit einer Lappalie zu belästigen. Komm mal raus.
Mein Venera hat sich in den Zwirrwäldern rumgetrieben, aber es kommt irgendwie nicht mehr nach Hause. Wie scheint, hat es sich mit einem Zwirrklopp angefreundet, weißt du? Das ist an sich begrüßenswert, aber es ist immerhin bald Abendessenzeit. Dass sie zusammen spielen, ist ja schön und gut, aber bitte eben alles im Maßen. Bin vorhin sehr geil, aber ja, das Zwirrklopp hat mich zurückgewiesen, ich konnte nichts tun. Ich dachte mir, vielleicht kannst du mir bei meinem Problemchen helfen. Darum wollte ich mal fragen. Wie sieht's aus? Ja, klar. So, danke, dass du mir hilfst. Den Weg kennst du ja. Ja, kenn ich. Bei Gelegenheit kann man eben im Norden sowieso einen Staraptor fangen. Und demnach ist es eigentlich auch schon fast entgegenkommend. Oh, hier ist auch nochmal eine Sidequest. Ranger, ich bin fix und fertig. Fix und fertig, ne? Ich hab ganz friedlich geangelt und da war plötzlich so ein grün gekleideter Kerl, ne? Also nicht Link aus The Legend of Zelda, sondern hier ein Pokénapper, ne? Der hat sich einen Eimer mit dem Pokémon geschnappt, die ich geangelt hatte. Also mein ganzer Carpados, ey. Nur damit du weißt, diese Pokémon gehören jetzt uns, den Nappern. Das war's, was er gebrüllt hat, bevor er mit der ganzen Eimer abgehauen ist. Aber ich hätte ausrasten können vor Wut. Ich bin dir hinterhergelaufen, um mir den Eimer zurückzuholen. Der Kerl ist zu den Klippen auf dem Londerlandweg geflüchtet. Und er ist dann auf so ein Fluggerät, Donnergleiter oder Bommelreiter oder so, ne? Das war dann Endstation für mich. Depper oder Schlepper oder wie auch immer die Kerle heißen. Könntest du nicht meine Pokémon wieder abnehmen? Na klar, Mann, den hauen wir aufs Maul. Diplomatisch. Dieser Kerl ist allein über den Millionenlandweg geflüchtet. Bis zu den Klippen. Okay. Bei Gelegenheit machen wir das vielleicht irgendwann. Oh, jetzt erstmal ein Staraptor. Und hier fliegt keins rum. Oh boy. So, und ihr braucht drei zerschneiden. Will ich dafür mein Armadillo opfern? Eigentlich nicht. Ich schnappe mal so einen Zwirrfins schnell. Zurückklopp. So, und... Das ist von Nera. Ein Vanera. So, ja, komm. Swirp uns raus. Dann halt den oberen Ausgang. Ist mir auch recht. Noctu kann nicht über die Insel fliegen. Traurig. Guck mal, wer da ist. Oh, jetzt bin ich aber erleuchtet. Vielen Dank, Ranger. Jetzt aber schnell, Vanera. Wie lange wolltest du noch da draußen spielen? Hast du eine Ahnung, was ich mir für Sorgen gemacht habe? Du sollst nicht mal übertreiben. Vanera. Oh, okay, sorry. Das reicht als Standpauke. Hattest du wenigstens Spaß beim Spielen? Verstehst du dich gut mit dem Zwirrklopp? Das freut mich. Vanera, Mann. Ich spiele nur mit meinem Ei rum. Mehr mache ich am Tag auch nicht. Ranger Points. Oh, da habe ich doch gerade ein Dings rumfliegen sehen. Ein Straptor. Kommst du her? Wunderbar.
Bam. So, und irgendwo hier ist dann noch ein Nepper oder so. Hallo Junge. Was hast du denn, Ranger? Warum schaust du so entsetzt? Hoho, da bist du uns gerade auf den Leim gegangen, Dummkopf. Meine schauspielerische Leistung vorhin als Angler war aber auch nicht von schlechten Eltern, was? Diese Charade hat ausschließlich dazu gedient, dich hereinzulegen. Hey, ihr hättet auch so gleich einen Hinterhalt stellen können. Haha, selbst ein Ranger wie du kann es ja wohl nicht mit drei von uns aufnehmen. Also mal Vorhang auf und die Bühne frei für unsere kleine Inszenierung. In der Hauptrolle. Ich. Drehbuch, meine einer. Regie, meine Wenigkeit. Verdammt, das habt ihr verdammt gut ausgekühlt. Und da ist dann auch die tragische Nebenfigur. Unsere Pokémon, die in wenigen Augenblicken von der Bildfläche verschwunden sein wird. Du. Shit, sie haben ein Pi. Ich wette, das wird ausrasten. Nee, keins rastet aus. Okay. Nee, ist sogar ein Pipi. Oh, wow. Tja, man nennt mich nicht umsonst den Kreiselficker. Hey, Drehbuchschreiber, was zum Geier war das jetzt? Hätte das Ganze nicht mit einem Happy End für uns ausgehen sollen? Was für ein Reinfall. Na warte, wenn ich dich in die Finger kriege. Bist du auch nicht verletzt, Ranger? Ich bin übrigens ein echter und absolut authentischer Angler. Diese Kerle haben mir doch tatsächlich meine Angelausrüstung geklaut, um dich in das Licht zu führen. Die dachten wohl, sie hätten mich fest genug mit der Angelschnur umwickelt und angebunden. Doch sie haben nicht die Rechnung mit meinen Entfesselungskünsten gemacht. Als echter Angler bin ich eben recht geschickt im Umgang mit Schnüren und Bondage. Naja, ich bin froh, dass hier nichts passiert ist. Hört die Pokémon, die ich geangelt habe? Die haben die Nepper mitgehen lassen? Ach, mach dir mal keine Sorgen. Die Sache ist nämlich die. Heute habe ich noch keinen einzigen Fang gemacht. Gut, dann würde ich sagen, geht's im nächsten Part weiter. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Henze Peter. Ciao.